Das ist eine Situation, die viele Familien nur zu gut kennen. Kaum kommen die Kinder nach Hause, lassen sie alles stehen und liegen und stürzen sich auf den Computer. Viele Eltern machen sich Sorgen, was ihr Nachwuchs im Internet so alles anstellt. Auch Politiker und Pädagogen treibt das Thema Jugend und Medien um. Immerhin gibt es rund 14 Millionen Minderjährige in Deutschland. Das Bundesfamilienministerium hat deshalb die Initiative Schau hin ins Leben gerufen. Dieses Projekt besteht aus einer Website und Schau hin ist für meine Begriffe so toll, weil es einfach junge Eltern auch anspricht, die nicht mit den Vorurteilen belastet sind, wie manche, die älter sind. Und wenn ich Sie vielleicht noch verweisen darf auf eine Studie, da ist herausgekommen, dass junge Familien viel weniger Probleme haben, wenn die Kinder mit neuen Medien umgehen, als Eltern, die älter sind. Trotz der Feststellung, dass sich viele jüngere Eltern als medienkompetent erweisen, wendet sich die Webseite von Schau hin natürlich an jedermann. Tipps und Anregungen zum verantwortungsbewussten Umgang mit dem Internet, dem Fernsehen, Games und Handys kann man auch in Form von Flyern und Broschüren bekommen. Diese lassen sich anfordern oder man nutzt die Möglichkeit zum Download. Es wird auch fremdsprachige Versionen geben, wobei ein Flyer auf Türkisch den Anfang macht. Karin Beckers unterhielt sich mit Walter Staufer von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien über die Schau hin Initiative. Schau hin, was deine Kinder machen. Ist das ein Projekt in Ihrem Sinne? Der Titel, er könnte es eigentlich fast nicht besser treffen. Schau hin, was deine Kinder machen. Der hat zwei Bedeutungen. Einmal dieses neugierig sein, was ist denn jetzt gerade Mode bei den Kindern? Was läuft denn da? Ist ja eigentlich erstmal der Punkt, neugierig drauf zu sein, wie sich mein Kind entwickelt. Dieses Schau hin hat schon auch den Charakter, wo kann ich denn Einfluss nehmen, wo kann ich helfen, wo kann ich meinem Kind unterstützen und wo kann ich eben gewissermaßen auch die heutigen Werte vermitteln, indem ich sage, also das ist verboten und das ist erlaubt. Also nicht immer nur ein Stichwort Pornografie, sondern beispielsweise Urheberrecht. Was sind illegale Downloads? Wieso sind die denn illegal? Das macht doch jeder. Mhm. Also dass sich gewissermaßen über die Mediennutzung ja bei uns auch schon illegale Standards einschleichen, weil man eben festgestellt hat, in den letzten 5 Jahren, die werden nicht verfolgt. Okay. Und wenn jetzt die große Abmahnwelle kommt, also ich war in den letzten Jahren in keiner Schule, das ist eine meiner Lieblingsfragen, wer hat denn schon bezahlt? Da ist dann keiner da, der nicht schon 3.000 oder 8.000 Euro bezahlt hat für die Abmahnung. Und das ist dann recht eindrucksvoll, weil meistens will man das verschweigen. Und wenn das dann im Auditorium plötzlich publik wird, oh, die gucken ja doch nach, so nach dem Motto, seit 10 Jahren fahre ich einfach zu schnell durch die Fußgängerzone und ich bin nie geblitzt worden, das wird keinem passieren. Wer seinen Kindern die Vorzüge des Internets näher bringt, ihnen aber auch Grenzen und Risiken aufzeigt, erspart sich böse Überraschungen wie Abmahnung. Und dann interessiert sich der Nachwuchs vielleicht auch noch für Hausaufgaben oder ein gutes Buch.